Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Barbie-Puppe-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Haber H158 3951 Schutzengeltine. Der Schutzengeltine von Haber ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie eine wirklich kuschelige Puppe suchen. Die 23 cm große Stoffpuppe ist schon ein gutes Neugeborenengeschenk. Der zarte Engel ist komplett aus Polyester gefertigt und wiegt nur 180 g. Das Obermaterial ist strapazierfähig und geschmeidig zugleich. Es ist reißfest und hält einer Vielzahl von Spielereien problemlos stand. Auch für den Füllstoff wird Polyester verwendet, das unempfindlich und formstabil ist. Dadurch behält die Haber-Puppe auch nach mehreren Kuschelangriffen ihre Form. Der Baumwollstoff wurde gefärbt, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Zapfkreation 827802 Babyborn Softtuch. Die große Schwester der Basic Babyborn Barbie-Puppe ist die Babyborn Sister Blonde. Sie kann alleine stehen und ist extrem wendig. Sie kann sogar ihre Kniegelenke beugen, um im Sportunterricht alles zu geben. Die Puppen haben die gleiche Größe, obwohl sie etwas älter ist als das Baby. Die Höhe des Ständers beträgt ca. 43 cm. Das Beste daran ist, dass die Babyborn Sister die Kleidung ihrer jüngeren Schwester tragen kann und umgekehrt. Dies trägt zum Vergnügen bei. Das Geschwisterchen von Babyborn kommt mit viel Zubehör. Zusätzlich zu den modischen Outfits erhalten Sie eine Trinkflasche, eine Bürste, zwei spiralförmige Gummibänder und vier Haarspangen. Auf Platz 3 haben wir der Zapfkreation 794999 Baby Annabelle. Die Baby Annabelle von Zapfkreation ist eine interaktive Funktionspuppe für Kinder ab 3 Jahren. Mit einer Länge von 43 cm und einem Gewicht von rund 200 g ist es auch leicht zu tragen. Sie kann an ihrer Barbie-Flasche stillen, weinen und in den Schlaf gewiegt werden. Die kleine Puppe, die ziemlich lebensecht ist, kann von Kindern gut gepflegt werden. Es wird mit Batterien betrieben, die nicht im Lithium-Umfang enthalten sind. Die entzückende Barbie-Puppe ist trotz des technologischen Rennenlebens außergewöhnlich weich und doll zum Umarmen. Dies macht es zu einem hervorragenden Nachtbegleiter. Umzug auf Nummer 2 haben wir der Haber 302108 Puppe Annelie. Diese schöne Haber-Puppe hat ein schönes Gesicht. Annelie zeigt ein kleines Puppenmädchen in einem schönen Sommerkleid. Es besteht komplett aus Stoff und kann von Kleinkindern ab 18 Monaten getragen werden. Mit knapp 250 g ist er auch im Kinderbett ein kuscheliger Kumpel. Die Farben lösen sich nicht ab, da sie eher gefärbt als aufgemalt sind. Die Stoffpuppe kann bei bis zu 30 Grad Celsius in der Maschine gewaschen werden. Auch Flecken lassen sich mit einer einfachen Handwäsche leicht entfernen. Danach lassen Sie sie vollständig trocknen. Die strapazierfähige Stoffpuppe Annelie macht im Kinderzimmer, auf dem Spielplatz oder im Kindergarten Spaß für alle. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Babyborn 824368 Softtuch Gelpuppe. Der Oberkörper dieses Babyborns ist außergewöhnlich weich. So kann ihr Nachwuchs auch nachts ruhig kuscheln. Arme und Beine lassen sich leicht und flexibel bewegen. Die Kleinen können sie ohne fremde Hilfe an- und ausziehen. Trotz des extrem weichen Oberkörpers kann der Babyborn Softtuch leicht mit Wasser in Berührung kommen, weil es vollständig von einer wasserabweisenden Kunststoffhülle umgeben ist. Daher ist ein wohltuendes Bad kein Problem. Selbstverständlich befinden sich in dieser Arbeitspuppe keine Batterien oder andere elektronische Komponenten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.